Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Empyrion. Immer noch hier in dem... Was hab ich vorhin gesagt? H ohne Buchstaben, K-O-N. Abgestürzten großen Raumschiff. Mit der Werte Nobody. Hallo, hallo. Und meine Freundlichkeit. Richtig. Oh, hier ist eine Treppe. Geht sogar eine Treppe runter hier. Da kommst du sehr wahrscheinlich zu mir gerade. Wahnsinn. Weil ich sehe, dass du, glaube ich, hier beim über mir am Abbauen bist. Ja, verschweig den Zuschauern nicht, was du gefunden hast, außer Paluten. Ach so, stimmt. Ja. Ne, ich habe gerade hier oben, standen jetzt zwei Kisten rum. In der einen Kiste war sogar wirklich nochmal ein Abbautool T1 drin. Also ein Multitool T1. Wobei, ist das jetzt ein Multitool? Es kann ja nicht buddeln. Ja, dann alles zerlegen etc. pp. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich ein Werkzeugtool, oder? Ja. Aber gut, warte mal, ich kann ja mal gucken, was steht jetzt genau da? Ja, ist Multi. Ja gut, Multi-Werkzeug T1 steht da. Also ist es ja schon gerechtfertigt. Also Multi-Werkzeug T1 habe ich nochmal gefunden. Und ein paar Neonröhren und ein paar Stahlpaletten. Genau, Paluten. Ach ja. Er nimmt es immer so genau, dabei ist es gar nicht so. Richtig, richtig. Wie geil wäre das, wenn man das wieder flott machen könnte, oder? Mhm. Wenn das dasselbe Prinzip wie damals am Anfang wäre. Oh, ich verrecke gerade an Hitze. Lol. Ja, das Prinzip ist ja noch dasselbe, aber das Schlimme ist ja, diese gesetzten Schiffe wie das jetzt hier zum Beispiel zählen ja als Basen. Das ist ja halt das Schlimme. Damals, das, die Rettungskapsel in Anführungszeichen, war ja auch ein gesetztes Schiff. Das konntest du dann aber nochmal fit machen. Ja, damit bist du aber abgestürzt. Das hat ja schon, das war ja quasi ein kleines Schiff, das war ja keine Basis. Und selbst weil ich hab's ja, glaube ich, wirklich mal probiert, in so eine Schiffsbasis quasi, so abgestürztes Ding, einfach mal einen Kern von einem Flugobjekt reinzumachen, geht ja nicht. Der erkennt das ja trotzdem nicht, weil du müsstest ja den Starter setzen, als wie bloß den Kern. Ja. Du kannst die Triebwerke zwar anmachen, aber eine Basis hebt ja logischerweise nicht ab. Alter, wieso ist mir heiß? Naja. Wieso ist mir heiß? Das ist der Planet. Und draußen haben wir einen Feuerregensturm, glaube ich. Oh, deswegen. What? Ich muss ins Schiff. Es wird oben angezeigt. Ich muss ins Schiff. Schnell ins Schiff. Ja? Ja. Ich muss eigentlich auch ins Schiff. Dann geh doch. Ich bin ganz unten. Das ist ja blöd. Richtig. Wann haben die eigentlich diese visuellen Effekte eingefügt? Ich glaube, das ist schon länger. Aber es ist immer noch zu warm im Schiff. Es sind 73 Grad. Bringt ja gar nichts. Aber das Teil war doch jetzt endlich mal luftdicht. Wieso bringt denn das nichts? Boah, 78 Grad, ist auch immer heißer. Ich muss bald wirklich raus. Also ich gebe dir den Tipp, setz dich dann ins Cockpit. Ja, werde ich gleich machen. Alles andere bringt nichts. Auch im Schiff nicht? Ne, in den Cockpit ja, aber hinten im Schiff bringt das gar nichts. Oh ja, ich muss jetzt Land gewinnen, weil es wird zu heiß. 88 Grad. Okay, hier ist es am Pendeln. Ach, diese komische Gruppierung, das ist echt und alles so. Ich eile. Ey, ich hätte noch ein gutes Stück nach vorne können. So, du kannst doch gleich weitermachen. Nee, weil ich glaube, ich jetzt irgendwie auf eine tote Ecke gestoßen bin, wo ich nichts mehr graben kann. Ich bin vielleicht bei ein Drittel vom Schiff angekommen. Ja, denk dran, so voll sind die Teile auch nicht. So. Ich mach mal schnell die Schubdüsen aus, um keinen Sprit zu verschwenden. Also nicht wundern, wenn sie es kurz setzt. Okay. Achso, das Sauerstöffchen sollte ich auch im Auge behalten. Ja.
Alter, 100 bis 108 Grad draußen, das ist ja übel. Machen wir mal so. Müssen wir kurz aussteigen, ob ich will oder nicht. Oh ja, Feuerregensturm, so viel dazu. Hä? So. Ein Feuerregensturm. Oh, mich hat's voll erwischt. Schnell einsteigen. Kein Sauerstoff mehr im Tank. Das ist ja kacke. Da warte, ich geh mal auffüllen. Mach das doch über P. So, wo haben wir's? Wo haben wir's? Ich bin ja auch deppert. Ach ne, doch, der Lüfter so. Der Lüfter ist ja hier. Bitteschön. Oh, danke. Das ist super gut. Das, warum bringt das hier drinnen nichts? Der Lüfter ist aus. Aber warum? Weil eigentlich müsste der Lüfter an sein. Also wenn er funktioniert, müsste er sich drehen normalerweise. Ja, genau, genau. So, der ist aber auch, der ist aber auch aktiv, aber warum? Macht er nichts? Ist der schon wieder falsch eingebaut? Ist der offen nach oben? Ich muss mal kurz gucken. Ach gut, das, ne, das kann natürlich sein, ja. Ansonsten muss ich mal schnell noch einen Block draufsetzen. Jupp, ist offen nach oben. Das könnte natürlich auch das Rätsel Lösung sein, warum das hinten im Schiff so blöde heiß ist. Aua. 113 Grad haben wir aktuell. Mal gucken, ob der jetzt angegangen ist. Nö. Immer noch nicht. Ich bin mal im Cockpit. Ich verreck sonst. Das ist ja blöd. Ich habe gerade so ein leichtes Problemchen. Ja, alles gut. Muss ich den eigentlich noch eins weiter vorsetzen? Hm. Warte mal, da oben ist er jetzt auch zu. Hier oben drüber braucht er mehr Platz. Es kann sein, dass die anderen Kanten, dass du nicht nur eins draufsetzen musst, sondern quasi so eine Kreuzstruktur oben drauf machen musst. Auch noch an die Platte, wo du gesetzt hast, eins oben, unten, links, rechts. Hm. Aber es ist luftdicht. Also normalerweise müsste es gehen. Das ist alles luftdicht. Hm. Hm. Also jetzt, während dem Feuerregen, können wir nicht viel machen. Wir haben noch knappe 5 Minuten bis zum Sonnenuntergang. Vielleicht wird es dann auch besser und der Feuerregen hört auf. Boah. Was? Mich hat es gerade voll erwischt. Ich habe noch 15 Lebenspunkte. Ich bin bei 80. Aber gut, ich akklimatisiere mich auch gerade kurz noch im Dingens. Cockpit. Tja, Lieben, willkommen zum Let's Plausch Together. Das einer kann am Mampfen. Natürlich, ich habe ja Hunger. Muss was essen. Bin verletzt. Kannst du das machen? Ja. Geh ins Inventar und ist was. Mit Shift und Rechtsklick. Achso, bei dem Gamepad weiß ich es natürlich nicht, sorry. Ich werde verrecken. Sicher? Ja. Ich bin bei 38 Leben. Ich bin bei 32. Ich gegessen habe. Okay, das war's. Bin jetzt gleich weg. 10. Warum bist du? Die Strahlung. Ach, bist du vor. Ich bin strahlenvergiftet. Ah, ja. Das natürlich, ja. Gut, ich werde dann hier in der Nähe hoffentlich spawnen, meine Sachen looten können und mich reinsetzen.
Ach, schade. Sollte so. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja. So, a beautiful sunset might be visually appealing. Aktueller Standort. Aber der Feuerregen ist vorbei, oder? Ja, kaum bin ich hops, ist der Feuerregen weg. Aber es sind immer noch 93 Grad. Alter, das ist übel. Boah, wie komme ich hier hoch? Wir brauchen dringend solche Eva-Booster. Warum kann ich hier nicht hochspringen, hallo? Ach, wir haben nicht um irgendwelche Bandagen zu kräften. So, dale. So, ich bin jetzt erstmal hier drinnen. Okay. Das war verschwendetes Essen gerade eben. Scheibenkleister. Also ich muss jetzt nochmal, es sind ja auf Garantie ein paar Empyrean-Gucker dabei. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Wie war das jetzt mit dem Erwind? Ich verstehe das gerade nicht. Warum das Ding nicht geht. Weil die Tür dürfte ja keine Rolle spielen eigentlich. Da müsste sich ja trotzdem drehen. Ich verstehe aber nicht, warum das. Ich verstehe nicht, warum der nicht geht. Das kriege ich gerade nicht in meinen Kopf rein. So, ich bin noch mal kurz raus. So, wie war das jetzt? Die Kontrolleinheit muss mit dem Cargus verbunden sein, oder? Und der Rest? Ne, mit dem Kontrollelement, nicht mit den Cargus, oder? Ja, das Kontrollelement muss mit der... Ja, so rum war's. So, tun wir das nochmal deinstallieren. Ich brauche das ganz zurück. Ja, das Kontrollelement muss an die Lagererweiterung angeschlossen sein. Genau. So war das. Dann machen wir das jetzt nämlich mal. Was ist denn das jetzt für eins? Das war jetzt Kontrollelement. Okay, das ist einfach nur das Kontrollelement. Und dann haben wir noch das für die Munition. Es wäre schön, wenn die eine andere Bezeichnung hätten. Achso, die ist grün. Gut, dann fällt das hier auf. Warum kriege ich dich da jetzt nicht rein? Das ist ja blöde. Dann noch was anderes. Bin ich jetzt komplett aus dem Schiff raus? Also unten raus, oder? Weil nein, hier geht's ja noch weiter. Hier haben wir noch Gerüste. Ah, ja. Okay. Ich glaube, ich verstehe es nicht. Ha, gut. Da sind wir zwei. Very nice. Chicken Nugget. Das Komische hatten wir heute tatsächlich. Hä? Jetzt geht das auch wieder nicht. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also nur kurz eingeworfen. Wir hatten tatsächlich heute Chicken Nuggets, aber selbstgemachte. Geil. Sind eh die besten. Oh ja. Und wenn ich die Empfehlung geben darf, probier mal welche zu machen, also asiatisch angehaucht, mit Kartoffelstärke. Okay. Die Banane, das ist ein noch neuer, richtig genialer Geschmack. Richtig geschmacksintensiv. Ah, jetzt werde ich auch verrecken. Ich bin strahlend belastet. Sauerei. Ja, Entschuldigung. Passiert. In diesem scheiß Umfeld ist das ja kein Wunder. Toll, diskriminier mich hier. Weil? Oh, das ist ein Fraster, ein großer Fraster. Keine Ahnung, weil... Blumenkohl.
Ja, Ach, ja. ich verstehe es trotzdem nicht, warum das Kackding nicht läuft. So, bevor ich verreck, schmeiße ich jetzt mal alles in die Kisten. Ist jetzt eigentlich schon richtig bescheiden. Wäre das mit meiner Hand nicht, dann würde ich morgen auf jeden Fall einen Grill anschmeißen. Echt schade. Ja, meine Frau will auch, ich will aber eigentlich nicht. Oh, es geht einfach fix. Das ist jetzt nicht das Problem. Der Gas oder Kohle? Kohle, ich mag kein Gas. Kohlen. Kohlen oder Back to the Roots Holz. Das ist mir noch am liebsten, aber Oh ja, da sind die Holz. Nachbarn hier. Nee, 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 zu viel Rauchentwicklung. Mäh, 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 mäh. Dann einfach so einen Schwenkgrill machen. Holz, geil. Was will man mehr? Aber gut, dann fastet morgen der liebe Nobody. Da gibt es nichts Gegrilltes. Ich habe aber gut die Tage auch schon richtig lecker gegessen. Meine Frau hatte gestern Gretschka gemacht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Sagt mir jetzt nichts. Das ist mit Buchweizen. Ein Ah, okay. russisches Gericht. Hackfleisch, Tomaten, Buchweizen, Möhren. Noch ein bisschen geschmort. Ist richtig lecker. Und wir hatten auch Sojanka. Boah, das Oh ist auch ja, geil. Sojanka, da könnte ich mich reinlegen. Oh ja, also definitiv. Das haben wir auch erst letztens. Also Sojanka gab es bei uns am Wochenende. Das hat bis Montag gereicht, der Riesentopf. Sachen bei uns ist das dann nochmal dann Reste Eintopf. Bei uns da quasi so ja da. Ja, das ist es ja im Prinzip. Nur, wenn man sich nach dem russischen Modell orientiert, dann hast du auf jeden Fall immer Tomaten drin. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist säuerlich mit Gurken, Essig etc. pp. Richtig. Ein absolutes Must-Have. Ja. Ich erwähne es nur, weil ich habe erlebt, dass hier im Westen das so gut wie keiner kennt. Ist Das schade. ist Ist aber richtig genauso, geil. ist aber genauso wie arme Leute-Salat. Kennt auch kein Schwein. Heutzutage kennt zum Beispiel auch arme Ritter Aha. keiner mehr. Oder warte mal, was war das andere? Ah, was? Warte mal, wo habe ich mich Na noch gut, letztens drüber unterhalten? da muss man jetzt aber dazu sagen, wie kennst du den armen Ritter? Da gibt es ja auch völlig verschiedene Varianten. Hm, okay. Was wäre deine Variante, weil. Meine Variante, so wie ich es kennengelernt habe, ist eigentlich nur Toastbrot in Butterfett gewendet in der Pfanne. Und Okay. dann kenne ich noch eine andere Variante, die gibt es dann noch, dass du das auch noch mit Ei machst. Ja, ich kenne das mit Ei, also so Brot. Meistens noch so Restebrot, weil es ja egal ist, ob es jetzt frisch ist oder nicht. Es Genau. wird ja in der Pfanne gemacht, ne? Genau. Und dann Ei und je nachdem noch Gurken, Sauergurken dabei. Das ist schon wieder So eine kenne ich. neue Variante, die ich auch nicht kenne. Ich kenne das eigentlich nur mit Toastbrot und, also ist ja egal, Toastbrot oder normales Brot. Jetzt war ich tot. Nein! Ich komme doch wieder. Ah. Scheiße. Doch nicht losgeworden. Ne, also wie gesagt, ich kenne das jetzt halt mit Toastbrot. Fett in die Pfanne rein, also Makrine. Drei, viermal gewendet, bis er leicht golden braun ist. Oder du machst dann halt, wie gesagt, noch Ei mit in die Pfanne mit rein. Also so Rührei. Und wendest das dann auch da drin mit rum. So kenne ich das. Und ist eigentlich auch, also es geht schnell, ist lecker und macht auch satt. Auf jeden Fall. Das ist schon eigentlich echt ein geniales Futter. Richtig. Hier ist, glaube ich, nichts mehr zum Greifen hier unten auf der Seite. Vielleicht gibt es hier noch mal gleich Schub. Warte mal, von wo bin ich gekommen? Von da bin ich gekommen. Vielleicht gibt es auf der Seite noch mal Schubdüsen. Ich muss aufpassen, dass ich noch hochkomme, sonst habe ich ein Problem. Auf jeden Fall mal die Lichter ab. Die geben nämlich Kabels. Ah. Also unter anderem. Und das ist auch eine Konsole hier, oder? Was ist denn? Ist Die auch wieder so ein guten Gitter. Konsolen hier. Ihr habt einen Atari gefunden.
Nee, ist schon ein bisschen älter. Also noch ein bisschen älter. Hä? Ach nee. Ich dachte, da geht's runter. Das leuchtet so. Ach, das ist nur Metall. Das war eine komische Reflexion. Es war eine komische Reflexion. Ja, das Metall wusste jetzt nicht, ob es Metall ist oder Glas. Schatz, was ist mit dir? Du reflektierst heute so komisch. Rest in peace. Wenn deine Frau dann hier, oder je nachdem meine, ist ja egal welche, wenn sie dann so ankommt, dich so anstrahlt. Hey Schatz, was ist los? Du bist heute so komisch verstrahlt. Du reflektierst so komisch. Wie meinst du das jetzt schon wieder? Das, liebe Zuschauer, war Dante zockt. Was? Rest in peace. Nee, ist doch ein Bett, hallo. Ach, doch, sie schaut nicht deine Let's Plays. Sonst wäre ich doch ganz ruhig. Ach, meine Frau doch nicht. Die unterstützt mich, aber die guckt das nicht. Und meistens guckt sie bloß immer auf den Titel und sagt dann immer, ah, du hast schon wieder was falsch geschrieben. Oh nein! Oder ich hätte das so und so gemacht. Ja. Mach's doch selber. also bin schon froh, dass ich meine Frau hab. Na klar. Alleine schon mit der Unterstützung. Ohne wäre es ja unmöglich, ohne Unterstützung. Auf jeden Fall. Gerade weil ja das Würmchen noch da ist. Sei es bei dir, sei es bei mir, ohne unsere Frauen könnten wir das nicht machen. Nee, das stimmt wohl. Das ist wohl wahr. Deswegen, als du bei deinem Special auch dich bei deiner Frau bedankt hast, genauso mache ich es auch. Ne? Weil würdest du mir dieses Hobby nicht eingestehen und nicht unterstützen, wäre es unmöglich. Ja? Ja, das Blöde ist dann halt bloß, meine Frau guckt ja auch nicht mal das Special. Aber es ist ja im Prinzip auch egal eigentlich. Das ist ja, die Geste, die also, zählt. Auf jeden Fall, aber meine Frau weiß ja zum Beispiel auch... dass ich das zu schätzen weiß. Also von daher, da sind wir uns ja einig, was das angeht. Gut, auch wenn manchmal immer noch der Spruch kommt, aber denk dran, heute nicht so lange ist. Doch. Ja, Mami. Ja, so in der Art ab und zu, ja. Hier geht's darunter. Also ich glaube, du bist schon wieder am unteren Rumpf, nur mal so nebenbei. Ja, bin ich die ganze Zeit. Ich will noch Triebwerke. Da musst du draußen gucken. Es gibt auch welche nach unten, also Schubdüsen. Hast du schon zwei habe ich schon abgebaut. Ach, zwei hast du schon, okay. Ja, deswegen suche ich hier gerade, weil nur zwei Stück kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es kommt immer darauf an, wie es gelandet ist. Weil draußen sind ja auch nicht mehr allzu viele dran. Ja, aber meistens hast du im Innenräumen und unten drunter mehr als oben drauf. Nach oben hatte ich, glaube ich, bloß zwei und die waren ziemlich weit hinten angesetzt. Oh, was steht denn hier? Was ist denn das? Eine O2-Station. Aha. Werter Kamerad, wissen Sie noch, worüber wir eben sprachen? Unsere Frauen. Davor. Hobby und Unterstützung. Davor? Keine Ahnung. Psst, 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 psst. Ah, verdammt. Dann sag doch gleich letzte Folge. Psst, psst, psst. Letzte Folge? Nein, nicht letzte Folge. Nein. Ja, okay, das... Du weißt, okay, wir müssen mit euch reden, liebe Zuschauer. Dante will euch was sagen. Ja, genau. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein bisschen Feedback da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber vergesst vorher nicht noch bei mir oder bei Nobody ein Abo da zu lassen. Macht aber dann auch die Glocke an. Lasst ein Däumchen da und wir freuen uns über alles. Sei es Feedback und sämtlichen. Ja, genau. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, eine Armor Station. Hm? Hier. Ja, ich weiß.